Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Willkommen in der virtuellen Deutschstunde. Drage Učenice i Učenici, dobrodošli na virtuelni sat njemačkog jezika. Mein Name ist Andrea Korčanin und unser heutiges Thema sind Schulfächer. Jeder von euch hat sicherlich einige Lieblingsfächer und wir sprechen unter anderem auch darüber. Naša današnja tema su školski predmeti, a svatko od vas zasigurno ima neke omiljene predmete, a između ostalog govorit ćemo i o tome. Hier sind die heutigen Lernziele, evo i današnjih odgojno-obrazovnih ishoda, koji glase Schulfächer nennen, Schulfächern die entsprechende Beschreibung zuordnen, über Lieblingsfächer, Hassfächer berichten, und Kausalsätze mit den Konjunktionen weil und den bilden und richtig gebrauchen. Dakle, naučit ćete imenovati školske predmete, pridružiti im odgovarajući opis, govoriti o svojim omiljenim i omraženim predmetima, te tvoriti i pravilno koristiti uzročne rečenice uz pomoć veznika while i then. Was braucht ihr für diese Stunde? Ihr braucht ein Heft oder ein Blatt Papier, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und natürlich ein Handy oder einen Computer mit dem Internetzugang. Und es ist wichtig zu sagen, dass ihr in jedem Moment eine Pause machen könnt. Važno je napomenuti da u svakom trenutku možete zaustaviti snimku kako biste nešto napisali, prepisali ili ponovili. Am Anfang versucht ihr euch daran zu erinnern, wie eure Schulfächer auf Deutsch heißen. Links seht ihr eine Liste der häufigsten Schulfächer und eure Aufgabe ist, jedem Fach das entsprechende Bild zuzuordnen. Bevor ihr die Pause macht und die Aufgabe löst, notiert euch das Substantiv das Fach in eure Hefte. Also das Fach Predmet, die Fächer, Predmeti. Odnosno, to je skraćeno od imenice das Schulfach, die Schulfächer. Na početku se dakle pokušajte prisjetiti kako nazivi vaših školskih predmeta glase na njemačkom. Lijevo je lista najčešćih predmeta, a vaš zadatak je svakom predmetu pridružiti odgovarajuću fotografiju. Evo, no prije no što zaustavite snimku i riješite zadatak, zapišite riječ das Fach, odnosno u množini die Fächer, u vaše bilježnice. Jetzt macht ihr die Pause und löst die Aufgabe. Sada zaustavite snimku te riješite zadatak. Und hier sind die Lösungen. A8 Kroatisch, B5 Deutsch, C9 Geografie, Erdkunde, dakle, zemljopis, D3 Geschichte, povijest, E10 Mathematik, F11 Chemie, G12 Musik, H7 Physik, I1 Englisch, J6 Bildende Kunst, K4 Biologie, L13 Informatik und M2 Sport. Unter dem Link bit.ly/fach1 findet ihr eine Online-Übung, bei der ihr den einzelnen Schulfächern die richtigen Beschreibungen zuordnen sollt. Macht jetzt die Pause und löst die Aufgabe. Sljedeći poveznicu bit.ly/fach1 naći ćete online vježbu koju je potrebno pojedinim školskim predmetima pridružiti odgovarajući opis. Zaustavite snimku i riješite zadatak. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin mir sicher, die Aufgabe habt ihr richtig gelöst und jetzt bitte ich euch, euch die folgenden Begriffe zu merken und sie in eure Hefte zu notieren. Sigurna sam da ste uspješno riješili zadatak, a sada vas molim da sljedeće pojmove zapamtite, te da ih prepišete u svoje bilježnice. Das Lieblingsfach, die Lieblingsfächer, dakle, omiljeni predmet, omiljeni predmeti, das Antonym lautet das Hassfach, die Hassfächer. Suprotno značenje je
omraženi predmet, odnosno množini omraženi predmeti. Kroatisch ist unsere Muttersprache. Die Muttersprache, materinji jezik. Und viele kroatische Schüler lernen ein paar Fremdsprachen an ihren Schulen, zum Beispiel Deutsch oder Englisch, die Fremdsprache, strani jezik. Das Pflichtfach, odnosno množini die Pflichtfächer, su obavezni predmeti, wie zum Beispiel Kroatisch und Mathematik. Und das Wahlfach, odnosno množini die Wahlfächer, su izborni predmeti, kao što su na primjer Religion und Ethik, Vjeronauk i Etika. Imenica die Stunde, u množini die Stunden vam je već poznata, no zapamtite kada se imenica Stunde kombinira sa pojedinim predmetom, onda se piše sve zajedno, zum Beispiel die Deutschstunde, die Mathematikstunde, die Geschichtsstunde und so weiter. Hier ist noch etwas, was ihr euch merken solltet, wenn man auf Deutsch sagen will, zum Beispiel imam puno zadaća iz matematike. Sagen wir, in Mathematik habe ich immer viele Hausaufgaben. Man sagt also nicht aus Mathematik, wie ihr vielleicht vermutet habt. Dosta često se pretpostavlja da se iz matematike, na primjer u rečenici imam puno zadaće iz matematike, koristi prijedlog aus. Te da bi rečenica glasila, ich habe viele Hausaufgaben aus Mathematik. Ne koristi se prijedlog aus, kao što ste možda pretpostavili, već prijedlog in. Hier sind einige Beispiele, die ihr euch notieren könnt. Evo nekih primjera koje možda možete i zapisati u vaše bilježnice. Ich habe eine 3 in Mathe. Imam 3 iz matematike. Voriges Jahr war ich nicht so gut in Chemie. Prošle godine nisam bila tako dobra iz kemije. Und in Physik haben wir immer zu viele Hausaufgaben. Iz fizike uvijek imamo previše zadaće. Fast alle Schüler haben einige Lieblingsfächer und Hassfächer. Wie ist es in eurer Klasse? Welche Fächer sind unter euren Mitschülern beliebt bzw. nicht beliebt? Denkt darüber nach und ergänzt die folgenden Sätze. Danach schreibt ihr die kompletten Sätze in eure Hefte ab, damit ihr auch einige Begriffe und Redewendungen merkt. Es handelt sich nämlich um synonyme Ausdrücke, mit denen ihr eure Deutschkenntnisse verbessert. Razmislite dakle koji su omiljeni i omraženi predmeti u vašem razredu, nakon toga dopunite ove rečenice te ih prepišite u bilježnicu. Radi se naime o sinonimnim izrazima, odnosno o tome kako reći jednu te istu stvar na više načina, čime podižete svoje poznavanje njemačkog jezika na višu razinu. Macht jetzt die Pause und löst die Aufgabe. Zaustavite snimku te riješite zadatak prema uputi. Als ich Schülerin war, war mein Lieblingsfach Biologie. Und immer wenn ich jemandem erklären sollte, warum Bio mein Lieblingsfach ist, antwortete ich, Biologie ist mein Lieblingsfach, weil der Unterricht immer interessant ist. Weil die Lehrerin laut und deutlich spricht. Weil die Lehrerin den Stoff gut erklären kann. Meine Antwort kann ich also mit einem Weilsatz bzw. mit mehreren Weilsätzen begründen. Svoj odgovor zbog čega je biologija moj omiljeni predmet obrazlažem uz pomoć while rečenica. Sigurna sam da već od ranije znate da while znači zato što, odnosno jer. Ein Satz mit while ist ein Nebensatz, der den Grund enthält. Das Objekt steht in einem Weilsatz gleich nach der Konjunktion weil und das Verb steht am Ende. Hier sind zwei Beispiele von Weilsätzen mit Hilfs- und Vollverben, wo das konjugierte Verb am Ende des Nebensatzes steht. Und im dritten Beispiel seht ihr einen Weilsatz mit dem Modalverb, wo das konjugierte Modalverb am Ende hinter dem Infinitiv steht. Weil rečenica je, znači, uzročna, zavisno složena rečenica u kojoj navodimo razlog, odnosno obrazloženje.
U while rečenici subjekt se nalazi odmah nakon veznika while, a glagol stoji na kraju. Ovdje vidite dva primjera while rečenica. Prvi s pomoćnim glagolom, drugi s glagolom koji ima puno značenje, sprechen. A treća rečenica je primjer s modalnim glagolom. U prvom i drugom slučaju glagol stoji na kraju, odnosno konjugirani oblik glagola stoji na kraju rečenice, no ako tvorimo rečenicu s modalnim glagolom, kao što je to slučaj u trećem primjeru, konjugirani oblik modalnog glagola stoji na kraju rečenice, no ispred njega je infinitiv. Ihr wisst schon, dass man mit weil plus Nebensatz auch die Frage warum antworten kann. Man kann aber auch mit einem denn-Satz antworten, wobei konjugiertes Verb auf Position 2 nach dem Subjekt steht. Znači, na pitanje zašto, zbog čega, uz rečenice s veznikom while možemo koristiti i veznik then, koji također znači zato što. To su dakle sinonimi while i then. No nakon veznika then slijedi još jedna glavna rečenica u kojoj konjugirani glagol stoji na drugom mjestu odmah nakon subjekta. Hier sind unsere Beispiele, diesmal in einem Den-Satz. Evo opet naših primjera, ovog puta u den-rečenici. Biologie ist mein Lieblingsfach, denn der Unterricht ist immer interessant. Denn die Lehrerin spricht laut und deutlich. Denn die Lehrerin kann den Stoff gut erklären. Da pojednostavimo. Kod while-rečenica glagol je uvijek na kraju. A kod den rečenica je slično kao kad pišete dvije odvojene jednostavne rečenice u kojima je glagol uvijek na drugom mjestu. No između njih stavljate zarez i veznik den. Als ich Schülerin war, waren Mathematik und Sport meine Hassfächer. Latein und Biologie waren meine Lieblingsfächer, aber im Großen und Ganzen ging ich gerne zur Schule. Hier habe ich einige Argumente angeführt, warum die genannten Fächer meine Lieblingsfächer und Hassfächer waren. Links befinden sich fünf Behauptungen mit den dazugehörenden Konjunktionen. Und eure Aufgabe ist, die Behauptungen mit den richtigen Argumenten, die sich rechts unter A bis E befinden, zu verbinden. U lijevom stupcu sam, kao što vidite, navela pet tvrdnji o svojim omiljenim i omraženim predmetima, te veznik. A vaš zadatak je dopuniti tvrdnje odgovarajućim argumentom. Macht bitte die Pause und löst diese Aufgabe. Die Aufgabe ist schriftlich zu lösen. Zaustavite snimku, te pismeno riješite zadatak. Und hier sind die Lösungen. Mathematik ist mein Hassfach, weil ich zu viel rechnen muss. Latein ist mein Lieblingsfach, denn die Lehrerin erzählt interessante Geschichten. Zato što profesorica priča zanimljive priče. Biologie gefällt mir, weil ich gerne über Pflanzen und Tiere lerne. Ich finde Sport schwer, denn ich kann nicht so schnell laufen. Und in der Schule habe ich viel Spaß, weil meine Mitschüler witzig sind. U školi mi je zabavno, jer su moji prijatelji iz razreda zabavni. Und jetzt seid ihr dran. Wählt ein eurer Lieblingsfächer und begründet mit zwei Weil-Sätzen, warum gerade dieses Fach euer Lieblingsfach ist. Dasselbe macht ihr mit eurem Hassfach, aber diesmal schreibt ihr die Begründung mit einem bzw. mit zwei Denn-Sätzen. Die Sätze könnt ihr in eure Hefte schreiben. Macht die Pause und löst die Aufgabe. A sada ste vi na redu, odaberite jedan od vaših omiljenih predmeta te uz pomoć dvije while rečenice obrazložite zašto je baš taj predmet vaš omiljeni predmet. Isto napravite i s omraženim predmetom, no ovdje pri obrazloženju koristite den rečenice. Sve rečenice možete napisati u vašu bilježnicu. Zaustavite snimku te riješite zadatak.
Und ganz zum Schluss ein Kahoot-Quiz zur Einübung, Wiederholung und Festigung des heutigen Lernstoffs. Iza sam kraj, jedan kviz, kako biste ponovili današnje gradivo. Macht bitte die Pause und findet das Quiz unter dem Link bit.ly/fach2. Ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß beim Spielen. Das Quiz könnt ihr natürlich mehrmals wiederholen. Quiz naravno možete ponoviti više puta, a pronaći ćete ga sljedeći link bit.ly/fach2. Macht die Pause und löst das Quiz. Am Ende könnt ihr noch eine Selbstbewertung machen, wobei ihr einschätzt, was ihr könnt. Na kraju možete napraviti samo procjenu usvojenosti današnjeg gradiva. Evo, tvrdnji, ich kann meine Schulfächer nennen. Ich kann einem Schulfach die richtige Beschreibung zuordnen. Ich kann über meine Lieblingsfächer, Hassfächer sprechen und ich kann Sätze mit Konjunktionen weil und denn richtig gebrauchen. Ja oder nein? Liebe Schülerinnen und Schüler, das war alles für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und auch viel Spaß und Erfolg, sowohl in eurem Präsenz- als auch im Online-Unterricht. Tschüss!